Hallo, lieber Wassermann und herzlich willkommen zum allgemeinen Wochenausblick. Also wenn du den Wassermann, das waren ein bisschen viele, in der Sonne, im Aszendenten oder in einem der anderen Planeten hast, dann könnte hier eventuell eine Nachricht für dich drin sein. Fühl da aber bitte immer rein, ob es sein könnte oder nicht. Wir haben zuerst den Magier. Ja, die Schöpferkraft, dein Bewusstsein. Die Dinge, die du kreieren kannst, spielen hier eine Rolle. 9 der Stäbe. Ja, ein bisschen Rückzug. Kräfte sammeln. Ängste abbauen. Deine unendlichen Möglichkeiten erkennen. Du hast nicht nur eine Option, lieber Wassermann. Ein Moment. Heute fallen die Karten wieder runter am laufenden Band. Du hast nicht nur eine Option, sondern viel, viel mehrere Möglichkeiten. Die solltest du auch ausschöpfen. Also, Abmarsch. Denke mal weiter als von hier bis hier, sondern was verbirgt sich noch alles dahinter? Die 8 der Kelche. Ja, und da gewinnst du von einer Sache Abstand, beziehungsweise du gibst etwas auf. Du ziehst Bilanz. Ja, natürlich. Wenn du mehrere Möglichkeiten hast, warum sollst du dich an einer einzigen festkrallen? Ja, ist die Bilanz die Konsequenz. Mit der Welt darf es hier in die Wunscherfüllung gehen. Das ist nämlich genau das, was passiert. Du hast etwas, was du machen möchtest. Du hast dich an eine einzige Möglichkeit festgekrallt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dran festgehalten und stellst jetzt plötzlich fest, nee, das funktioniert so nicht. Du bist hier in deiner vollen Schöpferkraft, aber ignorierst alle weiteren Optionen. Und genau das möchte jetzt gewandelt werden, damit es in deine Wunscherfüllung gehen kann, damit es vorwärts gehen kann, damit etwas ins Ganze gebracht werden kann. Unabhängig davon kann das Festhalten an einer Option auch für einen Menschen stehen, durchaus. Ja, und jetzt kommt hier der Münzkönig ins Spiel. Eine sehr tatkräftige Person. Vielleicht hast du dich tatsächlich an einer Person festgebissen, emotional und verstandestechnisch, und ja, darüber hinaus das Meer aus anderen Personen um dich herum übersehen. Problem erkannt, Problem gelöst, dementsprechend Optionen erkannt. Mit dem Tod haben wir hier die Transformation liegen, das Ende eines alten Abschnittes rein in einen neuen. Unabhängig davon kann der Münzkönig natürlich auch für eine Person stehen, die besonders im finanziellen Bereich die dienlich sein könnte. Weil wie gesagt, wir haben hier Optionen auf dem Tisch. Optionen, die vorher noch nicht erkannt worden sind. Und diese Optionen können natürlich auch für den beruflichen Aspekt stehen. Also, unabhängig davon, schau da bitte selber genau, was da für dich bestimmt sein könnte. Ja, hier sind beide Optionen vorhanden. Wir haben hier nicht nur eine Option. So, die 4 der Schwerter ist so ein bisschen die Besinnung. Ne? Ist zwar ein kleiner Aufschub, so ein bisschen das Herz reflektieren, eine Pause einlegen, aber die Gedanken werden geordnet. Und der Page der Schwerter, der steht für Klärungsbedarf, stehen aber auch für Neuigkeiten und Pläne. Das heißt, hier kommt wieder Schwung in die ganze Geschichte rein. Und mit den 3 der Kelchen haben wir hier noch Dankbarkeit. Wir haben Freude liegen. Wir haben auch die Gemeinschaft liegen. Das heißt, es geht jetzt raus aus der Isolation und wieder rein in die Gemeinschaft. Also du siehst, wenn eine Option nicht funktioniert, dann verwerf sie und denk darüber nach, welche du noch hast. Und zack, lösen sich hier alle Probleme in Luft auf. Schöne neue Woche.